Ja, willkommen zu einer neuen Folge bei Fidocast. Wir haben schon Folgen bei Bitcoin, Blockchain und Metaverse gemacht. Das ist hier alles oben verlinkt. Und heute sprechen wir über künstliche Intelligenz, englischsprachig AI, mit Jörg Noller, der sich damit seit 2019 intensiv beschäftigt. Und genau, die erste Frage wäre natürlich hier ganz prominent: Wie funktioniert es, bevor wir zu den gesellschaftsphilosophischen Themen kommen? Wie funktioniert AI? Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, erstmal hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung. Ja, künstliche Intelligenz, häufig auch genauer gesagt maschinelles Lernen, ist eine neue Form von Datenverarbeitung, die seit einigen Jahren besonders an Interesse gewinnt, auch aus philosophischer Perspektive. Wir kennen das vielleicht noch von Deep Blue, das war ein Schachcomputer, der hat gegen Garry Kasparov, den Weltmeister damals, gewonnen. Das war wirklich eine wirkliche Überraschung gewesen. Das war damals noch die symbolverarbeitende künstliche Intelligenz, die eher so mit logischen Schlüssen operiert hat. Seit einigen Jahren gibt es eine andere Form von künstlicher Intelligenz, die wird dann maschinelles Lernen genannt. Und da geht es nicht so sehr von oben nach unten, also von logischen Gesetzen zu konkreten Schlüssen und Ableitungen, sondern da ist das ganze Verfahren eher andersrum, nämlich von unten nach oben. Also empirisch kann man sagen. Auch schon das Wort Lernen zeigt an, das System, das probiert da ein bisschen was aus. Trial and Error. Es gibt immer wieder so Feedback-Schleifen. Also wenn das System sich praktisch geirrt hat, dann wird es wieder korrigiert. Es korrigiert sich selbst. Und das Ganze findet auf einer gewaltigen Datenbasis statt. Und das ist so gewissermaßen das Empirische daran. Ohne eine Datenbasis, ohne ein Lernumfeld kann dieses System gar nichts lernen. Das heißt, dieses System, maschinelles Lernen, das versucht aus einer Datenbasis Gesetze heraus zu abstrahieren durch permanenten Versuch und Irrtum. Und am Ende ist dieses System ziemlich gut eingespielt, sodass es am Ende Muster erkennen kann, und zwar Muster ganz verschiedener Art, im medizinischen Bereich, wenn es um Krankheiten geht, aber auch wenn es um Spracherkennung geht. Das heißt, wir können uns eigentlich unsere gesamte Lebenswelt als Zusammenhang von Mustern vorstellen, und je nach Muster können wir auch prinzipiell eine künstliche Intelligenz trainieren, die diese Muster erkennt. Da komme ich gleich sozusagen zum Beispiel der Anwendungsfälle. Und ich habe mich halt bei DeepL, diesem Übersetzungsprogramm, gefragt, oder da ist mir halt aufgefallen, dass es viel besser ist als Google Translator. Die Frage für mich war immer so, warum? Und was ich so ein bisschen gelesen habe, war, dass DeepL keine Grammatik lernt, also keine Regeln, sondern eigentlich wie ein Kind einfach einem Haufen Batzen an Sprache ausgesetzt ist und durch Probieren, wie du es gerade erklärt hast, dann immer besser wird. Und wäre das so ein Beispiel eigentlich, wo man diesen Unterschied erkennt? Die Wendung von Lernen legt nahe, dass es eine gewisse Parallele zum menschlichen Lernen gibt. Hier muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Auch die Struktur von künstlichen neuronalen Netzen, so spricht man häufig auch, wenn man mit Blick auf maschinelles Lernen spricht, die ist nur recht rudimentär dem menschlichen Gehirn nachgebildet. Also es gibt Vorbilder, nämlich Synapsen, und die werden irgendwie modelliert. Am Ende ist der Prozess doch recht verschieden. Aber prinzipiell, wenn man es ganz basal fasst, denke ich schon, dass man es auch mit einem kindlichen Lernen vergleichen kann. Einfach deswegen, weil das Kind ja auch nicht die Regeln eingespeichert hat. Das Kind lernt ja auch nicht die Satzregeln, die Grammatikregeln und erweitert dann sein Sprachvermögen, sondern es versucht einfach was. Es sagt etwas heraus und dann wird es korrigiert von seinem Umfeld. Und so lernt es immer wieder. Trial and Error. Man spricht häufig auch von evolutionärer KI. Das ist einfach auch dieses Prinzip Trial and Error. Immer wieder versuchen, und zwar eben sehr häufig versuchen, auf einer großen Datenbasis versuchen. Und am Ende hat sich das System eingespielt. Und das sieht man eben sehr gut bei DeepL, du hast schon darauf hingewiesen. Die Ergebnisse sind beeindruckend, was dieses System vermag. Es vermag wirklich auch sprachliche Feinheiten auszudrücken, die andere Programme meines Wissens gar nicht konnten. Natürlich hat auch dieses System Grenzen, wenn man vielleicht versucht, ironische oder doppeldeutige Dinge zu übersetzen. Vielleicht hat dieses System noch nicht wirklich ein Mustererkennungsverfahren für Ironie entwickelt. Aber auch da
das ist ja eigentlich etwas, was auf gewissen Gesetzen basiert. Und auch diese kann man durch Trial and Error dem System einlernen gewissermaßen. Also ich sehe da sehr viele Möglichkeiten, auch noch sprachliche Feinheiten weiterzuentwickeln bei DeepL. Aber es ist ja schon so, dass auch jetzt bei visuellen Beispielen wie der Frage, ist es ein Muffin oder ein Hundewelpe, da ist ja so, die AI weiß ja gar nicht. Also die weiß ja nicht, was jetzt ein Hund ist und was ein Muffin ist. Sondern, genau. Und da habe ich mich immer gefragt, du sprichst von Lernen, die AI lernt dann und Trial and Error. Aber wer ist die Instanz, die das richtig und falsch dieser AI zuschreibt? Sind wir Menschen das dann mit Klicks oder wie ist es? Also ich denke, du sprichst auch ein wichtiges Thema an. Das ist das Thema der Mensch-Maschine-Interaktion. Wir reden häufig auch in philosophischen Kontexten recht vorschnell davon, dass die KI irgendetwas kann, irgendetwas tut, sie erkennt was, sie lernt was. Sie weiß was, sie versucht was. Das sind natürlich alles anthropomorphisierende Redeweisen, so wie wir häufig auch von unbelebten Gegenständen so tun, als seien die irgendwie menschlich. Wir haben auch die Tendenz, in nichtmenschliche Tiere menschliche Eigenschaften hinein zu projizieren. Und das passiert gerade sehr häufig auch bei künstlicher Intelligenz. Natürlich versteht künstliche Intelligenz nichts. Es hat keinen Sinn von Bedeutung. Es ist ja kein Lebewesen. Ne? Was künstliche Intelligenz kann, ist einfach zuverlässig zu erkennen. Ich würde schon sagen, dass es eine gewisse detektorische Funktion hat. Aber es hat kein Bewusstsein von diesem Entdecken. Und es hat auch keine Qualia, also irgendwelche Roteindrücke, keine Stimmungen, keine Gefühle. Das kann das System nicht, aber es kann sehr gut einen Zweck erfüllen. Einen Zweck, den wir dem System von außen natürlich erst geben müssen. Von selbst aus würde so ein KI-System nie sich einen eigenen Zweck setzen, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen ist es auch keine Person und kein freies Wesen. Ja, und was, wie ist deine Haltung zu diesem Konzept von Singularität, also diesem Moment, wo AI oder die ganze Welt der Maschinen und Computer eins wird und die Weltherrschaft übernimmt? So ist es jedenfalls, wie ich es im Hinterkopf habe. Glaubst du, hältst du sowas für realistisch? Und welche Form würde das haben, dieser Moment in der Gesellschaft? Wie könnten wir, woran würden wir es festmachen, glaubst du? Du sprichst auch wieder ein wichtiges Thema an, Thema Singularität. Das ist ein Begriff von Ray Kurzweil, einem kalifornischen Ingenieur, einem sehr begnadeten Ingenieur, der aber auch dann so ein bisschen Science-Fiction-Spekulation betrieben hat in seinem Buch The Singularity is Near. Singularity meint einen fernen Zeitpunkt, vielleicht in 100 Jahren, so ungefähr im Jahr 2200, 2100, irgendwie sowas. Indem die technische Entwicklung so rapide exponentiell angestiegen ist, dass Maschinen Selbstbewusstsein entwickeln. Also dass sie praktisch Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten besitzen, die wir Menschen auch besitzen, und zwar in noch viel höherem Maße. Momentan reden viele davon, dass künstliche Intelligenzen nur menschliche Fähigkeiten simulieren, aber nicht realisieren. Und die Singularität wäre der Zeitpunkt, der Moment, wo die Maschinen nicht mehr nur simulieren, sondern wirklich realisieren. Und das ist natürlich hochspekulativ, weil es basiert einfach auf einer Prognose. Also Ray Kurzweil zieht gewissermaßen eine exponentielle Linie weiter in die Zukunft, er extrapoliert und schließt dann, dass an irgendeinem Zeitpunkt, wenn die Kurve steil genug ist, die Rechenpower pro Sekunde so extrem hoch ist, dass dann etwas Neues emergieren muss gewissermaßen aus dem Moment heraus. Und so einen Moment zu beschreiben und zu begründen, ist philosophisch kaum möglich. Man kann natürlich sich immer beziehen auf das menschliche Gehirn und kann sagen, wenn eine gewisse Dichte und Anzahl von neuronalen Phänomenen, von Prozessen stattfindet, dann emergiert auch Selbstbewusstsein. Das ist ja bei uns Menschen der Fall und das ist bei Kakerlaken wahrscheinlich nicht der Fall, dass die Selbstbewusstsein haben. Das heißt, es muss schon irgendwie mit der Dichte und der Packung zu tun haben, aber diese Übertragung auf die Technologie scheint mir ein bisschen gewagt zu sein. Also ich bin hier ein bisschen skeptisch, was Singularitäten in der Zukunft anbelangt. Okay. Mein Kommentar dazu wäre, naja, also was ich schon spannend finde, ist, dass wir oft dann auch so diese Verbindung von Mensch und Maschine irgendwie utopisch irgendwann in der Zukunft und eigentlich für unmöglich halten. Und gleichzeitig gibt es aber Phänomene in unserer Gesellschaft, wo ich
den Eindruck bekomme, dass wir eigentlich schon ziemlich nah dran sind. Vielleicht ist auch diese Mensch-Maschine-Verbindung eine falsche Beschreibung. Vielleicht wäre sowas wie Augmented Reality eine bessere Beschreibung dafür. Und zwar, worauf ich damit hindeuten will, ist die... Also genau, wir leben eigentlich schon in einer Welt, wo das Digitale und das Analoge ineinander miteinander verbunden sind. Und zwar so verbunden, dass es die virtuelle Welt einen schon realen Charakter bekommen hat. Beispiele sind für mich immer ganz prominent und wichtig. Die Tatsache, dass Social Media Posts auf Twitter, also in diesem Internet, total fern in irgendeiner Cloud, irgendwelche Kommentare, dass die einen Einfluss darauf hatten, wie gewählt wird, also einen realpolitischen Einfluss. So, das ist nachzuweisen. Die ganze Cambridge Analytica-Thematik ist ja, also ist genau das Thema. Aber auch das Center for Humane Technology macht ganz viel Research zu dieser Frage, inwiefern hat Technologie schon einen Einfluss auf unser echtes Leben und können wir Technologie und unter anderem auch Social-Media-Technologie und Kommunikationstechnologie menschlich, also humane gestalten. Das ist ein super spannendes Projekt und die machen da ganz viel Research darüber und ich habe den Eindruck, die haben auch recht damit, wenn man sagt, naja, es führt ja zu echten Handlungen. Also das, was online passiert, führt zu echten Handlungen. Genau. Also ich finde deine Theorie sehr überzeugend, nicht nur von Mensch-Maschine-Interaktion zu sprechen, weil es häufig dann auch so die Ansicht nahelegt, die künstliche Intelligenz ist nur, sag ich mal, so ein Instrument, so ein Werkzeug, was wir da so gebrauchen können. Interaktion müssen wir stärker verstehen und vielleicht noch stärker vom Menschen her denken. Der Mensch benutzt die Technologie, die digitale, nicht nur als Instrument, sondern er erweitert, du hast ja auch gesagt, Augmented Reality, er erweitert seine Erkenntnis und nicht nur seine Erkenntnis, sondern er erweitert den Raum der Realität. Es entstehen neue Räume, du hast den Begriff schon genannt, virtuelle Räume. Das Internet, gerade auch Thema Metaversum, da haben wir eine Sendung dazu gemacht, ist ja nicht nur so ein Simulationsraum, nicht nur ein Spielplatz, sondern es ist ein virtueller Handlungsraum. Das, was dort stattfindet, hat realen Gehalt. Das sind Handlungen, die wir vollziehen und nicht nur irgendwelche Spielereien. Und die künstliche Intelligenz und auch überhaupt die Technologie der Digitalisierung erlaubt es uns, solche Räume, in denen wir uns auf neue Weise auch realisieren können, viel leichter zu erzeugen und auch durch die Raum- und Zeitlogik. Es unterliegt ja dort nichts der Reibung, der physischen Reibung. Alles gleitet dort hin, wie Luciano Floridi, wie ich finde, sehr zutreffend gesagt hat. Er hat von einer Reibungslosigkeit gesprochen, der digitalen Infosphäre. Durch diese Bedingungen, diese raumzeitliche Logik des virtuellen Raumes, können wir viele Dinge ganz leichter realisieren, als wir es im herkömmlichen Leben tun. Kommunikation ist so ein Thema, grenzüberschreitende Interaktion ist so ein Thema. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt vielleicht noch den Kreis zu schließen bei dieser Frage nach der Zukunft von dem ganzen AI. So, also ich würde auch fast behaupten, also das ist so meine Prognose, meine Vermutung für die Zukunft, was diese Verbindung von AI und Mensch-Interaktion angeht. Es kann halt sein, dass wir das gar nicht bemerken. Also die Frage, dieses Szenario der Singularität wird immer oft so dargestellt, wie dann ist es eindeutig, wie die Maschinen übernehmen. Also Matrix ist auch so ein Beispiel dafür, wo ganz klar einfach dann, wo die Maschine also wirklich so die Menschenwelt übernimmt. Und Matrix finde ich intelligent gemacht, weil die ja dann nochmal diese Simulationswelt haben, in der Menschen ja dann wirklich nicht bemerken, dass sie in irgendeiner neuen Welt sind. Und den Aspekt würde ich auch unterschreiben, einfach aus dem Grund, weil wir jetzt schon merken, und das meine ich, also die Tatsache, dass unser Weltbild, unsere Weltanschauung so massiv schon geprägt ist von Social Media, das ist eine Prämisse, die viele gar nicht ernst nehmen heutzutage. Ich habe das Gefühl, dass so immer gesagt wird, naja, wir wissen ja eh alles, das ist ja alles klar. Also steht ja alles online in den Nachrichten. Und gleichzeitig merke ich aber, nee, wir sind schon seit 5 Jahren mindestens und wenn nicht sogar 10 Jahren Informationen ausgesetzt von allen Seiten auf verschiedene Arten, mit verschiedenen Quellen. Wir sind schon längst in einer Welt, wo wir gar nicht bemerken, was für einen großen Einfluss
Social Media Technologie auf unsere Weltwahrnehmung hat. Also in gewisser Weise haben wir schon Aspekte von Simulation in dem Sinn. Und deswegen wäre meine Vermutung für die Zukunft, wenn es irgendwann mal dazu kommen würde, dann wäre die Chance hoch, dass wir das gar nicht bemerken. Dass wir an dem Punkt sind, wo Computer sich verselbstständigt haben. So, vielleicht kommunizieren die schon und wir messen es aber nicht, zum Beispiel. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ist durchaus möglich. Ich bin da noch skeptisch. Natürlich kommunizieren sie im Sinne von Smart Objects. Also der Kühlschrank kommuniziert mit meinem Smartphone und das kommuniziert in Zukunft mit meiner Waage. Und wir kennen alle das Beispiel, wenn ich zu viel wiege, dann geht der Kühlschrank nicht mehr auf, weil ein Gesundheitsalgorithmus dazu gekommen ist, das zu verbieten. Das ist alles möglich, aber den anderen Punkt finde ich sehr spannend und sehr zutreffend, den du erwähnt hast. Diese Singularität sollten wir viel schwächer verstehen. Und zwar auch nicht so sehr etwas, was in der Zukunft liegt oder was so eine vertikale Logik suggeriert, dass da irgendwas emergiert oder etwas, eine Macht, ein Monster oder wie eine Gefahr entsteht. Die Bedeutung der Digitalisierung, die macht sich in unserem alltäglichen Leben fast unmerklich bemerkbar, wenn man so sagen kann, ist ein bisschen widersprüchlich, aber sie dringt ein in alle möglichen Lebensprozesse und erleichtert diese Lebensprozesse. Und sie ist so angenehm und reibungslos, dass wir sie gar nicht mehr bemerken. Wir können aber eigentlich nicht mehr ohne sie wirklich leben, schon fast, ja, weil einfach diese Annehmlichkeit so groß ist. Die Reibungslosigkeit, die überall Verfügbarkeit, die Ubipräsenz von digitalen Informationen. Das heißt, die Revolution, die Singularität hat schon längst stattgefunden, könnte man pointiert sagen. Nur ist sie so alltäglich und lebensweltlich geschmeidig, dass wir da keine Angst davor entwickeln müssen, da sie nichts bedeutet wie eine fremde Macht, sondern es sind Strukturen. Es sind keine Subjekte, die entstehen, sondern es sind Strukturen, die in unseren Alltag eingehen und den prägen und verändern. Und zwar sehr auf eine sehr angenehme, gar nicht so brutal revolutionäre Art. Das wäre so mein Versuch, das ein bisschen herunterzustufen, diese Angst. Ja, ja, und dieses Unmerkliche zeigt sich, glaube ich, hier gerade. Also gerade vor 1,5 Monaten haben wir Stable Diffusion bekommen. Das ist ja diese Open Source Software oder dieser Algorithmus, der es schafft, auf eine unglaublich überzeugende Art und Weise, egal ob es mit Text- oder Bildbefehlen sind, Bilder zu erzeugen. Das heißt, ich kann eigentlich sowas schreiben wie, das habe ich ja eh gemacht, eine Pariser Bäckerei während der Steampunk-Zeit in Paris während eines Sonnenuntergangs. So in der Art habe ich einen Befehl aufgeschrieben und die AI, die ich benutzt habe, in dem Fall war es Midjourney, ist der Name, also ein Anbieter, der diese Stable Diffusion Technologie verkauft und benutzt und nutzbar macht. Das hat dann das Bild hier produziert und es ist einfach on point, einfach das Bild, was ich haben wollte. Es war vielleicht nicht im Detail so exakt, so ich habe es mir nicht genau so vorgestellt, aber die Atmosphäre und das, was dargestellt wurde, hat die AI perfekt getroffen. Und das ist jetzt gerade noch ein total disruptiver Moment. Es gibt mit derselben AI wurde ein Kunstpreis gewonnen. Und der Künstler hat halt gegen andere Künstler gewonnen, die halt per Hand gemalt haben. Er hat die AI verwendet und dann eine eigene Komposition aus verschiedenen AI-Ergebnissen gestaltet. Und viele finden das total unfair, regen sich drüber auf und sind total ganz baff. Also gerade in so Momenten erlebt man, wie auch wahrscheinlich damals mit dem Schachroboter, diesen disruptiven Moment. Und dann ist es irgendwie unmerklich, Standard, normal. Alle wissen, dann kann der Praktikant auf einmal für eine Filmproduktion das Concept Art machen und einfach mal eine Herr-der-Ringe-Landschaft innerhalb von 30 Sekunden produzieren, indem er einfach schreibt Lord of the Rings Mountain Landscape. Und ja, also ich finde, man sieht es beeindruckend gerade an solchen kreativen Bereichen, wo auch Mensch-Maschinen-Interaktion in ästhetischer Hinsicht eine ganz neue Bedeutung bekommt. Also wir können uns wirklich auch inspirieren lassen plötzlich von diesen Algorithmen. Was ich hier noch spannend finde, ist, dass die ja auch nicht das Ganze erfinden gewissermaßen, sondern sie greifen die Algorithmen, die
KIs, die greifen auf eine Datenbasis zurück, auf eine ganz gewaltige Bilddatenbasis, die natürlich auch klassifiziert sein muss und so weiter. Und das möchte ich noch betonen. Wir Menschen sind in solchen kreativen Prozessen immer auch Teil. Wir sind beteiligt, weil wir zu der Datenbasis beitragen. Genauso wie wir auch zu der sprachlichen Datenbasis beitragen, auf der DeepL operiert. Das möchte ich immer ein bisschen betonen. Also wir sind nicht so etwas, was entfernt ist von der KI. Also hier der Mensch, hier die KI, sondern wir bieten der KI gewissermaßen die Basis und gehen deswegen immer ein in die KI-Leistung. Es gibt da eine ganz komplexe Verflechtung von Mensch und Technologie, wie wir sie am Beispiel des maschinellen Lernens sehen. Und für die Zukunft denke ich auch, dass viele Bereiche durchaus disruptiv verändert werden können. Du hast schon angesprochen, Kreativität, Konzeptdesign, solche Dinge. Wer weiß, ob es in Zukunft noch Übersetzerinnen und Übersetzer braucht. Ne? Noch brauchen wir sie, aber sie werden eine Möglichkeit, auch Ärztinnen und Ärzte, Diagnostikerinnen, Diagnostiker, sicherlich bei Dingen wie medizinischen Feststellungen sollte man immer noch einen Mensch dabei haben, der da nochmal einen Blick drauf wirft. Nicht, dass das System sich ändert, das ist auch aus ethischer Sicht problematisch, aber man kann die Dinge sich weiter vorstellen in anderen Lebensbereichen. KI ist so geschmeidig und Muster finden wir überall in der Lebenswelt, sodass auch KI eigentlich nahezu überall ubiquitär eingesetzt werden kann. Ja, wow. Ja, der letzte Punkt vielleicht so, also einfach würde mich interessieren, wie du das so siehst mit dieser ganzen Jobsituation, weil jetzt haben wir ja festgestellt durch die Punkte, die wir beschrieben haben und die Beispiele, einerseits kann sowas wie eine Midjourney AI ein unglaublich tolles Werkzeug dafür sein, oder sagen wir mal Stable Diffusion, um Open Source sozusagen. Also diese Technologie kann ein Werkzeug sein für Leute, die kreative Ideen haben, aber nicht malen können. Das ist ja eine unglaublich tolle Entwicklung. Und gleichzeitig verlieren aber auch andere Menschen potenziell ihren Job. Und da wäre die Frage für mich, also ja, passiert das? Ist das gut oder schlecht? Wie siehst du das? Ist es vielleicht nicht so in die Richtung, ich weiß nicht, also sollten wir uns vielleicht nicht darüber streiten, ob das überhaupt passiert, sondern eher uns fragen, moralisch auch fragen, wie gehen wir mit dieser Transformation um? Also was ist deine Sichtweise dazu? Ich denke, wir können den Prozess nicht mehr aufhalten, der künstlichen Intelligenz. Die hat sich so bewährt und sie ist auch so effizient, dass wir auch aus ethischen Gründen, wie ich finde, nicht darauf verzichten können. Wir müssen aber die Entwicklung immer kritisch begleiten, reflexiv begleiten. Das bedeutet, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist kein Selbstläufer, der eine Eigendynamik entwickelt, ohne kritische Reflexion, sondern wir müssen in jedem Moment schauen, wohin entwickelt sich das. Sind es wünschenswerte Ergebnisse? Werden dadurch Menschen zu bloßen Objekten gemacht, zu Objekten, die nur zur Datenbasis beitragen? Also wir müssen immer die menschliche Würde in allen Entwicklungen immer wahren, immer reflektieren. Die muss mehr gelten als die Effizienz der Systeme, aber die Systeme können auch dazu beitragen, unser Leben zu verbessern, angenehmer zu machen und vielleicht auch gerechter zu machen, wie wir in einer Diskussion über Blockchain auch mal es besprochen haben. Ja, super, Jörg. Danke dir für deine Einblicke und die Diskussion über das Thema. Wir sehen uns einfach bei einer nächsten Folge und freue mich drauf. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss.